Und meistens sind es doch Leute, die selber noch gar nie auf einem Kreuzfahrtschiff waren. Die wirklich denken, Kreuzfahrttourismus, das wäre nur was für ganz alte, gebrechliche Leute. Ne? Und dann, ihr kennt das ja, ne? Dann kommst du das allererste Mal auf ein Schiff und du stellst wirklich sofort fest, das stimmt ja gar nicht. Immer. Ne? Manchmal. Und dann diese Vorurteile, die wir ja alle nicht haben. Oder maximal so busy. Ne? So diese Klischee-Vorurteile. Der Norddeutsche ist unterkühlt, das ist so ein Klischee. Ne? Der Schwabe ist geizig. Ne? Das sind so Klischees. Oder? Dem Sachsen kannst du nichts recht machen. Das sind alles so Klischees. Und dann kommst du an Bord und dann stellst du ganz schnell fest, die stimmen alle. Ne? Alle durch die Bank. Eine schwäbische Familie aus Stuttgart. Ne? Und als die mit dem Essen fertig waren, sehe ich, dass der Vater so einen Zettel rausholt und anfing, irgendwelche Beträge zu addieren. Und du denkst, was addiert der? Es ist doch alles im Preis inklusive, zählt der Kalorien, man weiß es nicht. Und dann habe ich gesagt, ich habe es wieder gestern schon gesehen, was genau zählen Sie denn da? Kalorien? Und dann stellt er sich hin, so mit dieser schwäbischen Selbstverständlichkeit und sagt, neu, wir gucken nur, wie lange es dauert, bis wir den Reisepreis Nike fressen hin. Ne? Und das dürft ihr mir glauben. 40 Fahrten, da hast du einiges erlebt. Und ich sag das ist kein, aus vollem Herzen gemeint, die allermeisten Leute, die ich auf diesen 40 Touren kennengelernt habe, super nett. Wir haben so viele nette Zeiten verbracht, so viele nette Gespräche geführt, ganz, ganz positive Eindrücke. Gut, ab und zu hast du immer mal so einen kleinen Bodensatz von Menschen, die hast du in anderen Urlaubsorten auch, ne? Die du triffst und denkst, meine Fresse, wie oft muss man gegen den Beckenrand schwimmen, dass man so wird? Ne? Kennt ihr doch, oder? Es gibt doch Menschen, mit denen unterhältst du dich eine Minute lang und dann denkst du dir, oh, wenn ich du wäre, was wäre ich gern wieder ich? Ne? Ein Beispiel. Hier, Fahrstühle gehen runter bis Deck 3. Das weiß doch hier am zweiten Tag, weiß das doch jeder, oder? Weiter runter geht's nicht. Ich stehe neulich im Fahrstuhl, Mutterseelen alleine, auf Deck 3. Die Türen gehen auf, kommen zwei Damen rein mit den Worten, oh, fahren Sie nach oben. Hab ich gesagt, nee, tut mir leid, heute fahre ich nach links. Ich meine, was willst du sagen? Wir waren letztes Jahr über den Jahreswechsel auf der Karibik-Tour mit den ABC-Inseln. Eine super Tour. Dann liegt das Schiff einen Tag auf Curaçao. Da legt es dann auch erst um 22 Uhr ab. Dann ist es da natürlich auch schon bumsdunkel, aber noch sehr warm. Alles steht da, die Leinen werden losgemacht, die Melodie ertönt, Schiff legt ab. Schwimmen an so einer kleinen Nachbarinsel vorbei. Und alles steht da und genießt das Auslaufen. Und in dem Moment läuft hinter uns ein Kellner durch und ich krieg nur mit, wie so eine Dame ihn am Ärmel zerrt mit den Worten, na, Sie müssen das ja wissen. Was ist denn das für eine Insel? Fragt ihn den Kellner. Aber er hat toll reagiert, das muss man sagen. Ne? Stand er da, guckt so und da sagt er, Mykonos.